Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tales of Xillia. Im letzten Part haben wir das erste Kapitel des Spiels abgeschlossen. Wir hatten einen Bosskampf am Ende der Fel'Ghana-Mine. Mila kann jetzt Gott sei Dank wieder laufen. Und wir haben auch Rowan und Elise wieder getroffen, was ich sehr, sehr toll finde. Und ja, ich möchte jetzt noch mal eben kurz schauen, aber ich glaube, wir müssen erst wieder zurück in die Klinik, bevor irgendwas anderes passieren kann. Dann machen wir das doch einfach mal. Wir wollten ja nur einen kurzen Spaziergang machen. Ja. Soll es nicht übertreiben. Ruhe ist die beste Medizin. Okay, dann ruhen wir uns ein bisschen aus. It's been a while. Could have been longer. You got my message, right, Doc? She won't wake up, will she? Don't worry. She's worn out from weeks of physical therapy. Therapy, huh? Did you get her to spill the key's location? That's not my job. I'm finished with Exodus. Ouch, that hurts right here, you know? I owe this woman a great debt. Why? 'Cause she turned that pipsqueak son of yours into a man? Watch your mouth! Just tell me what you know and I'll be out of your hair. I'm just the messenger. Ivar. It's possible she gave the key to someone named Ivar. That's all I know. Now, never bother me again. See? That wasn't so hard. Did I really do the right thing? Are you all set? Yeah, believe it or not. To be honest, I'm still in shock that you're leaving. You could have given us a little more warning. Sorry. It's your decision, honey. What about Dad? Still fuming. I see. Well, I'm eager to get going. Shall we be off? Huh? We've still got some time until the boat departs. True. But Elise and Rowan came all the way here to wish me well. It would be rude not to bid them goodbye before leaving. Yeah, I suppose you're right. Oh, man hatte mir im Vorfeld auch gesagt, wenn ich jetzt auch noch Milas Seite zusätzlich spiele und mich vielleicht ein bisschen besser umsehe, was Sidequests und so weiter betrifft, dann werde ich vieles besser verstehen. Und wie ich euch im letzten Part schon gesagt habe, die Szene mit der Taube habe ich nie wirklich verstanden. Erst viel, viel später, durch viele Infos und auch Xillia 2 und alles Mögliche, habe ich mir das quasi zusammengereimt. Oh, die Szene gerade war natürlich Mila-exklusiv, deswegen kannte ich die noch gar nicht. Krass. So viel, was ich mir einfach später selbst zusammenreimen musste, wurde in der Szene gerade einfach so gesagt quasi. Oh. Also, dass die Taube von Alvin kam, habe ich ja schon gesagt, ist ja eigentlich eindeutig gewesen. Aber was wurde gerade alles erklärt? Dass Judes Vater scheinbar irgendwie mit Alvin und irgendeiner Organisation, Person, was auch immer, namens Exodus zusammenhängt oder zusammenhing, jetzt ja offensichtlich nicht mehr. Deswegen auch wahrscheinlich die Reaktion auf den Brief, warum nach so langer Zeit wieder. Oh, und dass Alvin ja scheinbar so ein bisschen mit den Bösen kooperiert, die den Schlüssel haben wollen. Ich meine, ich denke mal, Rushugal selbst möchte den Schlüssel haben. Dann diese kleine Truppe, die wir in Nyakara getroffen haben, mit Presser und dem Hammer-Guy, wollen ja auch irgendwo den Schlüssel haben. Mit wem auch immer er jetzt zusammenarbeitet. Auf jeden Fall
Hat Alvin ganz schön Dreck am Stecken. Das hätte man sich vielleicht auch denken können. Er war ja schon immer so ein bisschen mysteriös. Aber jetzt kann man sich das noch viel mehr denken. Dass er eigentlich scheinbar nur mit uns mitgegangen ist, um ja an den Schlüssel zu kommen. Und das quasi der einzige Grund gewesen ist. Oh. Wie gesagt, ich musste mir später so extrem viel zusammenreimen, was diesen Brief betrifft und was Alvin betrifft und was die Info betrifft, dass Ivar den Schlüssel hat. Also klar, wir haben die Info, aber die Bösen ja nicht. Und das wurde gerade alles einfach in dieser Szene abgehandelt. Wir wissen jetzt A, dass Alvin definitiv Dreck am Stecken hat und gegen uns arbeitet und uns quasi nur so ein bisschen unsere Truppe quasi infiltriert hat, für Infos scheinbar, würde ich jetzt mal so behaupten. Zweitens, dass Derek scheinbar auch irgendwie mit den Bösen zu tun hatte irgendwann mal. Und drittens, dass die Bösen wissen, wo der Schlüssel ist. Das finde ich krass, dass man diese ganzen Infos auf Milas Seite bekommt. Und Mila hat das ja auch noch alles mitbekommen, offensichtlich. Also ich habe jetzt nicht mehr hundertprozentig natürlich jedes Thema im Kopf, aber ich bin mal sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Also ich werde auf jeden Fall mal so ein bisschen die Szenen beobachten und im Hinterkopf behalten, dass Mila das gerade alles mitbekommen hat. Und schauen, ob es da wirklich noch so ein paar Anhaltspunkte gibt, dass sie das eben alles weiß. Weil auf Judes Seite wusste ich natürlich nicht, dass sie diese ganzen Infos hat. Deswegen habe ich da auch nicht so drauf geachtet. Aber jetzt werde ich es auf jeden Fall tun. Krasse Szene, wie gesagt. Viele, viele, viele Infos, die ich auf Judes Seite gar nicht hatte. Aber da lohnt es sich auf jeden Fall, beide Seiten zu spielen. Weil nicht irgendwo... Genau. Medicine, Biology, History, Literature... There are some fascinating books here. Never realized you like to read so much. Humans like to record all sorts of things. About the world, about others, about themselves. There's no better way to learn about the human realm. So it's your main source of information. I always thought that the Lord of Spirits had the power to just know everything. The concept of an omniscient deity is a common notion. Humans long for beings of absolute power. So much so that at times, they'll even sacrifice their lives for the mere idea of one. Never mind that humans only imagined such perfect beings to make up for their own imperfections. You may be right. At least, that's what I read in a book. Now, this handwritten book looks very intriguing. Jude Mathis, Developmental Diary. Wait, what? For some reason, it's been placed right next to Bedwetting Causes and Cures. Come on, Mila, we don't have time for reading. We've got a world to save. Wunderschön, solche kleinen Szenen. Ach ja, die sollte man auf jeden Fall mitnehmen, wenn man weiß, wo man sie auslösen kann. Jetzt will ich aber noch mal im Gasthaus gucken, weil ich habe das Gefühl, da war vielleicht auch noch eine interessante Szene für uns. Was ich aber eigentlich noch gerade ganz kurz sagen wollte zu der Szene mit Alvin, man merkt, glaube ich, dass das Spiel deutlich komplexer ist, als man am Anfang denkt. Es ist nicht bloß Mila rettet die Welt, es ist auch noch viel, viel mehr, einfach weil so viele Charaktere eine Rolle spielen und jeder hat seine eigenen kleinen Geheimnisse und Hintergrundgeschichten und das macht das Spiel einfach so wahnsinnig interessant für mich. Morning. Good morning. Oh my goodness. Sorry about that. Are you certain this is a good idea? Yes. I have a responsibility to my mission, to the world. And you wish to remain true to that burden? You are such a strong, proud woman. Seeing your determination, it reopens some old wounds. What do you mean? Lord Klein tasked me with saving this country. His dying words have weighed heavily on my mind lately. Am I even capable of such a task? Can I put a stop to Noctigal's schemes? Back at Fort Gundala, it seemed like he knew you. He is a friend of mine. One of my oldest. So that's the source of your concern, whether you can fight against a friend or not. No way! If he was a real friend, you wouldn't fight him! Fretting over it won't strengthen your resolve. Only willpower can do that. For now,
Will you come with us? I'm sorry? You could still grapple with these issues if you like, but a human life is short. Time is of the essence. You might as well keep moving forward while you worry. Hesitation is a common human failing, after all. Why not come along, Rowan? I'd feel safer with you around anyway. Your words ring true. Caving to worry and doubt would only waste my time. And this old man is not growing any younger. Does that mean... Yes. Please allow me to accompany you. I'll come too. Sorry, Elise. You should head back home to Drissel. Miss Elise, I need you to give the young mistress a message. Tell her that I have headed to Fenmont. But... I will ask an acquaintance of mine in Sapstrath Seahaven to escort Elise home. But Elise is heading back to Sherrilton, right? Won't we be heading in the same direction? I have an idea. Would you allow me to handle this matter? Sure. Let's stick together until we have to board the ship. Okay. And here I thought we were super pals, Jude! Guess not. Sie meinen es doch nur gut. Where'd Leia go? I really wanted to talk to her. Ja, Leia ist wahrscheinlich auch nicht gerade begeistert, dass die jetzt alle verschwinden. And if you don't eat a lot, you'll never grow bazoongas. Na dann, Tipo, dann sollte Elise auf jeden Fall viel essen. Genau, da war doch noch die Szene, die ich haben wollte. Well, hello there. Good day, Master Sonia. Is Leia around? No, I haven't seen her all day. She hasn't even done her chores. She'll be home before dinner. She won't want to miss my cooking. I see. It's unfortunate that we missed her. Yeah. Master Sonia, Mila and I are leaving on another journey. Please tell Leia goodbye for us. Is that right? Well, don't worry. I'll tell her. You go on and have a safe trip. Thank you. She's gonna get so depressed again with you gone. And then you'll see her getting depressed, and get even more depressed yourself. Well, come on. Don't you feel sorry for her? I feel sorry for the poor woman who's stuck with a bunch of weaklings for a husband and daughter. And that would be me. I see your tongue is still as sharp as your fist is strong. Isn't that what you love about me? And yet I can't help but hope that Leia grows up to take after me. I wonder why. What did you just say? Interesting. This must be what they call a domestic spat. I'm pretty sure this is how they express their love for each other. Not so different from your own family, huh, Jude? Don't forget to write them sometimes, okay? And send a letter to Leia while you're at it. Sure. Nee, ich denke mal, wir wissen ja, dass Leia auf Jude steht. Das ist ja mehr als eindeutig. Dass sie vielleicht nicht ganz begeistert ist, dass er gerade hier angekommen ist und auch in Schwierigkeiten steckt und jetzt sofort wieder geht. Klar, kann ich schon gut verstehen. Aber dass sie ihm nicht Tschüss sagen wollen würde, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich habe überlegt, ob ich kurz einkaufen möchte, aber unser Team ist ja auch gar nicht vollständig. Von daher gesehen. Where's Leia? I wanted to thank her. This ship is bound for Azul. Is this part of the plan you mentioned? It is. If you hatch this plan, then we know it will work. You're not going to make amends with your father? What's the point, Mom? We're minutes from leaving. Your father is just worried about you, honey. Please understand that. I hate to impose, but would you look after this young lady for a few days? Someone from Sapstrath Seahaven will be coming to pick her up. Can you watch her until then? Oh, she's adorable. Yes, of course. I'll take good care of her. This kind of abandonment!
it could really stunt our emotional growth and stuff and things! Jude! Dad, I've made up my mind. I'm going with Mila. You're not going anywhere with that woman. The thing she's gotten you involved with. Looky here. I just can't get rid of you people, can I? Alvin? My new job didn't really pan out. You know, I still haven't worked off all the money I got last time, so I guess you're stuck with me. You're coming with us? You know this man? Yeah, we're old traveling buddies. Alvin! Can you believe these meanies are abandoning us? You poor little spud. You can fight just as well as they can. Come on, let's bring the kid and her toy along. It'll be just like old times. But Alvin... Don't worry. I'll protect her if things get dicey. Come on, Rowan. You're stuck with us, Butler! Last call for boarding. The ship will be departing momentarily. If we can't pry people off, I guess they have to come. Well then, what are you waiting for? Hurry aboard! Yay! It seems I am no match for you. And now you two. Right. Yeah, I better get aboard. Jude! Dad. Don't you have something to say to your parents? Goodbye. Remember! Taking responsibility for your actions is part of becoming an adult. Don't worry. You are doing the right thing. Take care of my son. This tub's bound for Lacutum Sea Haven? I thought you were heading for Fenmont. You're asking this now? You really do go with the flow, huh? Like, literally. I couldn't care less where we wind up. I'm only here to look after Miss Elise. And me! The band's back together! You're not exactly part of the bargain. Rowan, please tell us your plan for taking us to Azul. Very well. I believe trying to force our way through Fort Gondala now would be a suicide mission, to put it bluntly. I saw the fortress's security columns being activated as we were escaping, right after Mila was injured. And those are... They're weapons made by humans using Earth spirits. It would take an entire division of soldiers to defeat those automata, and only if they had a clever strategy. But the sea routes to Fenmont are still closed. So if we're heading to Azul... You mean to cross from Azul to Fenmont over land? That's quite a hike. What'll we do about Fezabel Marsh? Oh yeah, that's true. That swamp apparently stretches forever north of Fenmont. It's supposed to be the natural equivalent of Fort Gondala in terms of fortification. Isn't that marsh impossible to cross? Something about the spirit climb being too severe? Most of the time, but the interseasonal winds have blown, which means that Solemn is upon us. That means the spirit climb has shifted from Ifrita to Renom. Fezabel Marsh should be passable, for now anyway. If you say so. I'm not sure I understand either. In other words... We're good to go if we hustle through the marshes, right? Exactly. In any case, hustling is the order of the day. It seems we have little time left. Why? What's gonna happen? I have received word that even after you left Sherrilton, the golems in Fort Gondala remain activated. This does not bode well for us. It's a clear sign that Roshagal is readying for open war. With who? With Azul? Why would they want to do that?
I must destroy the Lance of Kresnik before it can be used in battle. What's wrong? There's a person in there! Huh? Der Blick. Friend of yours? Yeah, a real barrel of fun. Typisch Leia. Aber schön, dass sie dabei ist. I got so bored waiting in there, I must have fallen asleep. Then you'll be well rested for the return trip home. Return trip? I'm coming with you. This isn't a game. I know, right? Who are you? This is Alvin, our little buddy. Pleasure to meet you. I'm Leia. Pleasure to meet you too, little buddy. Little buddy? It's okay, right, Mila? I can come along? Perhaps. Why do you want to? Wait, seriously? Your strength really inspired me back at the mine. I thought to myself, I want to be just like you. Well? Is that it? I thought you might say that. Hold on. What is that? I filled the scrap of paper with all kinds of reasons. Take a look. Reasons why you should come with us? Yep, at least 100. Very well. You can come with us. I like you. You're so very... human. You've gotta be kidding. Okay, now that it's all official. I'm happy to join. Thanks for asking. Lange Szene ist lang, aber willkommen beim Lakutam-Seehafen. Der natürlich wieder genauso aussieht wie alle anderen Seehafen, aber das ist ja nicht so schlimm. Leia, die blinde Passagierin. Leia, you can't just sneak onto a ship. That's against the law. Oh, really, Mr. Roshigal's most wanted? She does have you there. Oh, don't worry. I gave the sailors free coupons to my family's lodge in exchange for my passage. By the way, how were you able to figure out that we were headed to Lakutam Sea Haven? Funny story. I got on a ship that I assumed was going to Sapstrap, but it turned out to be Lakutam bound. Wait, so you got on the wrong ship and found us purely by chance? Damn luck is truly a frightful thing. Ja, ne? Wenn sie meint, hat ja geklappt. Was ich noch sagen wollte, die Szene, bevor wir abgefahren sind, jetzt, wo ich diese kleine Szene mit Alvin und Judes Vater kenne, ist diese Szene für mich auch ein bisschen anders. Weil, habt ihr gesehen, als Alvin aufgetaucht ist, wie Mila ihn angeguckt hat und wie Judes Vater reagiert hat, als er erfahren hatte, dass Jude und Alvin sich kennen? Also die waren alle nicht so begeistert, weil sie natürlich alle so ein bisschen ihre Hintergedanken haben. Und was ich auch besonders interessant fand, Derek hat sich ja gefragt, ob er wirklich das Richtige getan hat, indem er diese Info weitergegeben hat. Und als Mila dann quasi aufs Schiff gegangen ist, hat sie ja zu ihm noch gesagt, sie haben das Richtige getan. Das fand ich sehr interessant, dass sie sich da wirklich auf diese Szene bezogen hat. Als ich Jude Seite gespielt habe, habe ich das natürlich nicht so gesehen. Für mich, ja, ich habe mir da nicht weiter was bei gedacht, bei den ganzen Szenen. Aber jetzt so die Hintergründe zu kennen, ist schon ganz interessant. Dann versteht man das doch noch ein bisschen besser. You left Laurent without even telling your parents, right? Shouldn't you go back home to see them? Your mom's probably still fuming. Yeah. Ob das jetzt ein Hint war, dass wir doch mal zurück sollten, das können wir ja gleich mal ausprobieren. Is it safe to leave Drissel behind? Oh, I assure you that I'm not the only one looking out for her. The house staff has served the Cheryl family for years.
And the citizens of Sherrilton are always supportive. It's all due to Lord Klein's fair leadership. It's not just that. Trissel works really hard to stay strong. She's so cool! No wonder she's Ellie's friend! Indeed. We are all quite proud of our young lady Cheryl. Let's all strive to make her as proud of us. Ja, aber ja, in der Situation muss sie natürlich auch stark sein. Huch. What you got there? This? It's a pendant. I've seen that before. Isn't that Mila's? You said you treasured that pendant. I did. That's why I gave it to Jude. A gift from Mila, huh? A treasured relic of Lord Maxwell herself. I wonder how much I could hawk that for. It's just a bead made out of glass. Its value is purely sentimental. How interesting. Could we ask you to tell us the story behind it? Was it about 14 years ago? I left Niakara just for a day. I remember happening across some children and playing games with them. I thought you just stayed in your shrine while people worshipped you. Normally, yes. That was the first and last time I ever played like humans do. Even after I told them who I was, they didn't hold back in the slightest. They beat me soundly at tag and hide and seek. I'm glad you didn't use the power of the four to win. I might have, but I had ordered the four away on a special mission that day. So if they had been there, you really would have used them? A special mission for the four, 14 years ago, huh? They were wild, rambunctious children. But when I left, they gave me that glass bead and said we could play again tomorrow. They must have wanted to be friends. You know, I never felt closer to humans than I did on that day. That was when I knew I wanted to protect them. A lovely story. I know just how you feel. Aww. Die Geschichte erfahren wir auch nur auf Milas Seite, die kannte ich nämlich auch noch nicht. Aber das ist echt schön zu hören, muss ich sagen. Aber dass Elvin da nochmal so nachgehakt hat von wegen Mission vor 14 Jahren, das sollten wir, glaube ich, auch mal im Hinterkopf behalten, ob wir da noch mehr Informationen zu bekommen. Ich habe diesem Idioten immer wieder gesagt, dass der Himmel blau ist, aber er will mir einfach nicht glauben. Könnt ihr ihn bitte aufklären? Der einzige Ort mit einem roten Himmel ist Lakutam. Warum soll der Himmel blau sein? Das kann ich mir nicht vorstellen. Stimmt das wirklich? Ja gut, der Himmel hier ist so ein bisschen anders. Könnte an der Tageszeit liegen. Liegt aber wohl tatsächlich generell an diesem Ort. Da sind noch Sidequests. Da vorne war auch noch eine. Na gut, dann renne ich da einfach mal rein. Aber vorher noch ein kleiner Skit. What were all those notes that you gave to Mila? Notes? Oh, those weren't notes. Those were free massage coupons. What? But why? Case closed. Just let it go already. Hey, Mila, what was in all those notes Leia gave you? Notes? Oh, those were... free massage coupons! Huh? Oh, yes. They were free massage coupons. Perhaps I'll use one right now. One massage coming right up! You sure are tense today! Am I? Hey, that Oh. Whoa. Massages are not bad at all. I know, right? What is going on with these two? Vielleicht freuten sie sich einfach ein bisschen an, Jude? Haarknotenmeister. Ich habe mein Leben der Kunst der Haarknoten gewidmet. Nach jahrzehntelanger Forschung habe ich endlich einen Weg gefunden, den ultimativen Haarknoten zu binden. Wenn ihr ebenfalls ein wahrer Verehrer des Haarknotens seid, bin ich gewillt, mein Geheimnis mit euch zu teilen. Wie wär's? Okay. Zunächst muss ich eure Haarknotenverehrung testen. Bringt mir einen Haarknoten, der mich absolut beeindruckt. Wenn ihr das könnt, gehört der ultimative Haarknoten euch. Okay. Ich werde es im Hinterkopf behalten, du verrückter Typ, du. So, was habt ihr hier oben denn noch zu sagen? Verdammt nochmal, wenn ihr euch schon die Mühe macht, dann macht das auch richtig. Wenn das so weitergeht, seid ihr bis Sonnenuntergang nicht fertig. Was tut ihr hier überhaupt? Kann ich auch mit... Da? Na, da. Ich streng mich ja an. Und natürlich werde ich bis Sonnenuntergang nicht fertig sein, weil hier im Geisterklima von Lakutam immer Sonnenuntergang ist. Ah, okay. Das finde ich aber eigentlich ganz schön. Ich glaube, dauerhaft würde ich hier zwar nicht leben wollen, weil es ist zwar total schön mit dem Sonnenuntergang, aber man gewöhnt sich ja irgendwann auch einfach dran. Aber ja, finde ich eigentlich so ganz schön.
Die Bewohner von Rushugan und Ajul sollten ihre sinnlosen Streitereien begraben und lernen miteinander auszukommen. Die Mädchen, ein Mädchen aus Ajul, so. Das wäre das Einfachste. Ich bin ebenfalls gegen sinnlose Kriege, aber was den Kampf der Geschlechter angeht, kommt ein Waffenstillstand nicht in Frage. Ja dann. Angeblich gibt es in einer Stadt namens Laurent einen Arzt, der ganz eigenartige Methoden anwendet, um Verletzungen zu heilen. Ja gut, so kann man das auch sehen. Und du? Götterdämmerung. Du erzählst mir wie immer was über irgendwelche Getränke oder Lebensmittel. Katze! Und du? Weil hier immer Sonnenuntergang herrscht, gehen alle Besucher nach der Ankunft erstmal auf dem schnellsten Wege ins Gasthaus. Ganz gleich, wie spät es wirklich ist. Das Gasthaus verdient sich dumm und dämlich. Ach so. Ja gut, ich sollte hier ein Gasthaus aufmachen. Sieht aber auch echt schön aus. Wenigstens das haben sie immer überall geändert. So. Was ist mit euch? Es stimmt schon, dass der Fürst gefährlich ist, aber wenn man sich mal an ihn gewöhnt hat, ist er bloß ein weiteres Hindernis, wie ein Schneesturm oder ein Hurrikan. Okay. Wegen dem Fürsten von Lakutam ist die Lakutam-Höhenstraße für das nächste Vierteljahr geschlossen. Wenn der Fürst nicht wäre, befände sich dieser Seehafen in einem wesentlich besseren Zustand. Interessant. Und was ist mit euch beiden? Got that? You're not allowed to see him anymore. Who asked you? I'm old enough to choose my own boyfriends. Damn it, why won't you listen to me? Out of my way! I'm sorry. My little sister's in a bad mood right now. Why must she torture me like this? If only our parents were still alive. That boyfriend of hers has problems. But when I tell her not to see him, well, you saw what happened. But isn't that her choice to make? I know. But I can't bear to watch her make a mistake like that. I'm sorry. I need to go look for her. I know you're hiding there. Give me a break. Where does she get off talking about me like that? So why do you stay with her? Just go off on your own. I can't. She's been sick and weak for as long as I can remember. She needs my help. Besides, she's my sister. Interesting. Oh crap, there she is! See ya! Say, Mila, do you have a family? No. Though the four may be something close to one. Do you ever wish you had one? No, I can't say it's an idea that I've really thought about. I see. Having my own family. No, that's ridiculous. Nein, das ist einfach nur menschlich. Aber schön, dass sie wenigstens darüber nachgedacht hat. Aber die Situation mit den Schwestern, das ist sowieso immer so diese Frage, Sicherheit oder Freiheit? Willst du zusehen, wie sie den Fehler macht, damit sie ihre eigenen Entscheidungen treffen kann? Oder willst du dazwischen gehen und ihr diese Entscheidung damit quasi abnehmen? Ich hoffe, ich habe niemals die Situation, dass ich mich da entscheiden muss, weil das ist echt schwer. Könnt ihr Lieferungen für mich nach Sheraton bringen? Ist eine wertvolle antike Vase. Wenn ihr sie unbeschädigt dorthin bringt, zahle ich euch einen guten Preis für eure Mühen. Okay. Hervorragend. Dann bringt diese Vase bitte unverzüglich zum Antiquitätenladen in Sheraton. Und seid ja vorsichtig, es ist eine echte Ifrit gebrannte Vase. Ja. Natürlich ist es das. Gut, dann wollen wir vermutlich einmal nach Laurent auch zurück. Vielleicht, weil wir haben ja gehört, dass Leia gesagt hat, dass sie vielleicht auch mit ihren Eltern nochmal sprechen möchte. Und diese hellgrün unterlegten Gespräche sind ja immer Hinweise für Sidequests.
und nach Sheraton auch. Ich würde vielleicht vorschlagen, dass ich offscreen mal so ein bisschen einkaufen gehe. Das haben wir jetzt ja auch schon oft genug gesehen. Dann kann ich auch speichern und dann können wir im nächsten Part erstmal nach Laurent und Sheraton zurück, bevor wir dann eben Richtung Lakutam Höhenstraße aufbrechen, um dann irgendwann mal bei Fenmont anzukommen. Das ist ja immer noch unser Ziel. Ha, es ist schon so ein bisschen deprimierend, dass du am Anfang das Ziel hast, die Lanze zu zerstören. Es klappt nicht, du landest in Niakara, landest in Sheraton, musst dann nach Laurent. Also es kommt immer so viel dazwischen und so viele Hindernisse, die Mila einfach ja, behindern bei ihrer Mission. Es ist schon echt irgendwo anstrengend, aber das gibt dem Spiel natürlich auch Tiefe und es wäre, glaube ich, auch einfach irgendwie zu einfach, wenn sie die Lanze jetzt zerstört und fertig, dann wäre das Spiel ja irgendwo vorbei. Also finde ich eigentlich schon ganz gut so. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Tales of Xillia und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.